Willkommen zurück, meine lieben Freunde. Da vorne, habt ihr gesehen? Da ist was eingestürzt. Haha! So, meine lieben Freunde, ein Abonnement, ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würde mich sehr freuen. Also außer auf Twitch, da kostet das Abo Geld, ne? Nicht, aber das Follow ist umsonst. Außerdem, wenn ihr folgt, dann rollt unten eine lustige Kartoffel durch. Ich weiß nur nicht, ob die kaputt ist momentan. Keine Ahnung, ich kann es nicht sagen. Ich kann nichts versprechen, ne? Sagen wir mal so. Es gibt keinen Anspruch auf die Kartoffel. Es gibt keinen Anspruch auf die Kartoffel, die ins Kartoffelnetz rollt. So, aber wir wollen doch jetzt hier den nächsten Sternsplitter holen. Hey, da 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 da. Das ging einfach. Das hätte ich mir jetzt schwerer vorgestellt, wenn ich ehrlich bin. Na gut. Wisst ihr, worauf ich jetzt Lust hatte eigentlich? Also, ich habe eigentlich keine Lust auf die Ice Exalfos, aber ich gehe noch einmal dahin. Einmal machen wir noch ein bisschen, weil wir müssen halt die 17 Schwänze wegbekommen. Am Ende sollte am besten nur einer übrig bleiben. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist, dass hier auf einmal 17 Schwänze sind. Aber danach brauchen wir nur mal 37. Das wird echt noch ein Spaß. Das wird ein richtiger Spaß. Ne, aber ich dachte, die Sportechsen, weil die sind nur 12 Stück. Die können wir eigentlich schnell erledigen. Und da können wir eigentlich schon fast wieder... Ah ne, die Ausdauerkäfer müssen wir auf jeden Fall noch sammeln. Aber was ich auf jeden Fall machen sollte, ist mal den Sternsplitter runterzählen. Nur noch 3 Stück. Noch 3 Sternsplitter, dann haben wir's. Das war keine Absicht, aber... Damit kann man natürlich super schnell töten. Was sehr praktisch ist. Mit dem Feuerschwert. So, noch ein Exalfor-Schwanz weniger, nur 16 Stück. Danke, Sugoi Zhou. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. So, noch ein Schwanz weniger. Abos auf YouTube habe ich jetzt über 800 tatsächlich. 808 oder so. Natürlich nur ein Flügel. Ich brauchte 3. Gib mir noch einfach 3. Ja, aber trotzdem halt nur 5 bis 10 Aufrufe auf ein Video, ne? Also außer ich habe ein neues Spiel, was ich spiele. Dann habe ich meist 30, 40, 50. Manchmal sogar über. Aber mein Elden Ring Let's Play, das ist wirklich, da habe ich viele Videos drauf. Insgesamt auf allen Videos von Elden Ring habe ich, glaube ich. Ich will jetzt nicht lügen, das ist das Problem. Ich müsste jetzt nachgucken und rechnen, aber. Ich schätze mal niedrig. Ich würde sagen, über 50.000. Richtung 100.000. Alle Parts zusammengenommen. Also deswegen habe ich Kanalaufrufe vermutlich bald schon eine Million wegen Elden Ring. Nur wegen Elden Ring. Elden Ring hat halt die meisten Aufrufe von allem. Aber ich habe auch noch eine tolle Sache für alle Leute, die Breath of the Wild bis hierhin geguckt haben und bei mir auf meinem Kanal Wind Waker nicht geguckt haben. Guckt euch Wind Waker an, denn es gibt kein Let's Play auf ganz YouTube, das sich so einen Aufwand gemacht hat, Wind Waker auf 60 FPS hoch zu interpolieren. Kein einziges. Zeigt mir eins und ich nehme mal zurück, was ich gerade gesagt habe, aber kein einziger Mensch hat sich, glaube ich, die Mühe gemacht, ein eigenes Schnittprogramm dafür, also ein eigenes Schnittsoftware-Tool zu schreiben, was dafür sorgt, dass die HUD-Elemente weiter in 30 FPS laufen und der Rest in 60 FPS hoch interpoliert wird mit Rive 3.1. Keiner wird das gemacht haben. Keiner. Das ist das einzige Ort, wo man Wind Waker in 60 FPS gucken kann, ohne zuckendes UI. Bis irgendwann Nintendo sich vielleicht dazu entscheidet, endlich mal Wind Waker zu modernisieren. Nicht Wind Waker HD, sondern Wind Waker 60 FPS, bitte. Deswegen, also mir war ja auch wichtig, ich spiele das Spiel hier im Emulator. Nicht, weil ich Nintendo nicht unterstützen möchte. Das liegt in meinem Regal, das Spiel. Meine Switch steht vor mir. Ich könnte das Spiel auf der Switch spielen, aber warum? Dann habe ich eine schlechtere Qualität, als wenn ich im Emulator spiele. Ich habe jetzt 60 FPS. Ich habe jetzt 1440p. Ich habe eine höhere Weitsicht. Also, ich will den Leuten immer auch technisch mehr bieten.
Deswegen ist auch mein Twilight Princess Let's Play bisher nicht losgegangen, weil ich das nicht auf 60 FPS interpolieren konnte. Das ist der Grund, warum ich Twilight Princess bisher noch nicht gespielt habe. Das ist der Grund. Ich habe es ja schon angefangen gehabt zu streamen. Ich habe sogar Parts auf meinem Rechner, die in 60 FPS hochinterpoliert sind, aber wo das mit dem UI-Zucken ist und ich kriege das nicht gefixt, weil das, was ich dafür programmiert habe, ich kann das kurz erklären. Ich habe FFmpeg benutzt und habe mir dann quasi alle 20 Frames oder sowas exportiert in eine PNG-Datei. Dann habe ich jede dieser Dateien geöffnet, quasi automatisch programmiert, ne, geöffnet und nach Pixeln geschaut, ob bestimmte Pixel eine bestimmte Farbe haben oder tatsächlich eine bestimmte Farbe, eine von verschiedenen Farben, mehrere Punkte. Und wenn bestimmte Punkte eine bestimmte Farbe hatten, wusste ich, dass ein bestimmtes Element gerade auf dem Bildschirm sichtbar ist. Und dann habe ich das quasi gespeichert und dann habe ich Masken daraus erzeugt. Und dann habe ich mit FFmpeg die beiden Videoquellen, die 60 FPS-Version, die ich hochinterpoliert habe, die ewig gedauert hat. Also eine halbe Stunde Video hat 3 Stunden gedauert, um hochzuinterpolieren. So, dann habe ich die hochinterpoliert. Dann sind schon mal 3 Stunden Rechenzeit weg. Dann dieses mit den ganzen Frames, das dauert eine halbe Stunde pro Part, für eine halbe Stunde locker, um nur herauszufinden, wo was ist. Das Zusammensteigen am Ende dauert dann auch mal ungefähr eine Stunde. Das heißt, pro halbe Stunde, die auf YouTube guckt, hat mein Rechner 5 bis 6 Stunden gerechnet. Und jetzt kommt doch das Schlimmste dazu. Ich musste das Programm immer wieder anpassen, weil manche Sachen haben nicht richtig funktioniert. Das habe ich dann erst später festgestellt. Das heißt, ich musste das mehrmals machen, mein Programm, musste ich über die Parts rüberlaufen lassen. Ich habe die teilweise auch mehrmals neu hochladen müssen, weil ich gemerkt habe, oh, da zuckt wieder das UI rum. Und mittlerweile das, was jetzt auf YouTube, auf meinem Kanal, in der Playlist zu sehen ist, auch wenn das nicht viele Aufrufe hat, weil die Aufrufe, die ich damals hatte auf Wind Waker, die sind natürlich weg, weil die alten Parts habe ich alle auf privat gestellt. Weil die ja alle noch dieses zuckende UI hatten und sowas. Genau. Also diesen Aufwand, wie gesagt, den könnt ihr auf YouTube sehen. Das hat sich gelohnt. Ich finde, das Spiel sieht wunderbar aus in 60 FPS. Es sieht einfach toll aus. Und Skyward Sword habe ich tatsächlich auf der Switch gespielt. Auf meinem Kanal. Das ist das einzige Nintendo-Spiel auf meinem Kanal derzeit, was ich wirklich auf der originalen Hardware gespielt habe. Skyward Sword HD. Da habe ich aber auch die Bewegungssteuerung nicht genutzt. Ich habe in meinem Pro-Controller gespielt. So, noch ein Schwanz weniger. Ich weiß gar nicht, ob ich gerade eben vergessen habe, einen runterzuzählen. Das weiß ich jetzt leider nicht mehr. Ah, diese Schwänze die ganze Zeit. Immer dieses Thema Schwänze. Unfassbar. Nichts mehr. Komm, wir gehen nach Ateno und sammeln ein paar Sportechsen. Ja, das mit dem Emulator, mit Wind Waker, muss ich halt sagen, das ist halt einer der Gründe, warum ich weiß, dass, also warum ich vermute, dass Nintendo niemals eine 60 FPS-Version von Wind Waker machen wird. Weil Modder es auch nicht hinbekommen. Weil das ganze Spielcode ist darauf ausgelegt, mit 30 FPS ausgeführt zu werden. Und deswegen nehme ich stark an, dass man niemals, also das Ding ist, die einzigen, die es wirklich machen können, sind scheinbar Nintendo. Und wenn Nintendo es nicht machen möchte, dann wird es halt nicht passieren. Leider. Auch Modder werden das nicht hinbekommen, denke ich. Wobei, ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, weil es gibt ja mittlerweile schon komplett Total Conversions von Wind Waker und sowas. Also es gibt da einige Modder, die sind richtig krass am Abgehen. Vielleicht könnten die das irgendwann schaffen. Die haben halt den kompletten Code analysiert und reverse-engineert und so. Vielleicht wissen die ja genau, wo sie was ändern müssen, damit 60 FPS laufen würde. Ich will ja auch nicht sagen, ich sag niemals nie, dass Modder das niemals hinbekommen. Und das Ding ist einfach, wenn man sich anguckt, was Modder teilweise hinbekommt, guckt euch mal Super Mario 64 an, was die damit hinbekommen haben mittlerweile. Das ist krank. Das ist einfach wirklich krank. Das läuft auf Original-Hardware mittlerweile, weil die es so sehr optimiert haben, läuft das auf Original-Hardware auf 60 FPS konstant. Und wer damals die N64 hatte und Super Mario 64 gespielt hat, weiß, dass das Spiel verdammt geruckelt hat an manchen Stellen. Also, das ist schon krass.
Die haben die komplette Engine überarbeitet und alles. Komplett den Engine-Code überarbeitet, damit die besser läuft. Selbst auf Original-Hardware, ne? Vom Emulator brauchen wir gar nicht sprechen. Der Emulator führt das natürlich easy in 60 FPS aus. Aber wenn Modder sowas schon machen, aber gut, Mario 64... Ist halt schwer zu sagen. Was ist ein beliebteres Spiel? Wind Waker oder Mario 64? Ich glaube Mario 64 in dem Fall. Wenn es aber jetzt um Ocarina of Time oder Super Mario 64 geht, dann wird es schon schwierig. Dann wird es schwierig. Wobei ich nicht so ein riesiger Ocarina of Time Fan bin. Das habe ich auch schon öfter gesagt. Also ich kann das Spiel sehen für das, was es war. Wie wichtig es war auch. Zeithistorisch gesehen. Aber ich finde schon, dass es, wenn du es heute spielst, finde ich Wind Waker ist besser gealtert als Ocarina of Time zum Beispiel. Wenn man das natürlich im zeitlichen Kontext betrachtet, ist klar, dann ist Ocarina of Time meilenweit besser als alles, was Wind Waker macht, weil Wind Waker ist quasi ein Ocarina of Time im Meer. Also. Tja. Aber das ist halt immer das Ding, ne? Wie betrachtet man Videospiele? Betrachtet man sie zeithistorisch oder betrachtet man sie im heutigen Kontext, wie es heute ist? Das ist halt immer so ein kleines Problemchen bei der Betrachtung von Videospielen. Und alle Arten und Weisen, wie man sie betrachten kann, sind valide, also. Man sollte es halt vielleicht nur vorher sagen, ne? Wenn man sagt, Ocarina of Time ist das beste Spiel aller Zeiten, dann möchte ich aber gerne, dass man darauf hinweist, das beste Spiel aller Zeiten zeithistorisch im Kontext gesehen, ne? Weil sonst wird es halt schwierig, weil es gibt, glaube ich, mittlerweile so viele Spiele, die ich als besser als Ocarina of Time sehe. Wenn ich das in heutigen, ne, wenn ich das mit heutigen Spielen vergleiche, wenn ich jetzt quasi so tue, als würde Ocarina of Time heute rauskommen, dann wäre Ocarina of Time bestimmt noch immer noch ein gutes Spiel. So. Aber ich weiß nicht mal, ob das ein Top 10 von mir wäre dann, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß, ich mache mir viele Feinde damit, mit so Aussagen. Vor allem, wenn ich jetzt Zelda-Sachen Let's Play und sowas, mit so Aussagen macht man sich viele Feinde. Aber ich bin halt auch einfach ehrlich. Seht's mal so, ne? Ich lüge euch jetzt nicht an und lüge euch irgendwas vor von wegen, oh ja, Ocarina of Time, das beste Zelda aller Zeiten. Ich lüge euch halt jetzt auch nichts vor, ne? Das ist halt nicht meine Art. Und ich bin mir auch sicher, dass viele Leute, die das sagen, das einfach nur sagen, weil alle sagen das ja. Da bin ich mir sicher. Und wie gesagt, zeithistorisch gesehen ist Zelda definitiv eines der besten Spiele aller Zeiten, also Ocarina of Time. Definitiv. Was Ocarina of Time damals alles geleistet hat, was Ocarina of Time alles erfunden hat damals, und was Ocarina of Time damals für die 3D-Spiele getan hat, auch für andere 3D-Spiele, ist unfassbar gut. Also in der Hinsicht ist es halt einfach wirklich ein einzigartiges Werk und ein zeithistorischer Meilenstein der Videospielgeschichte. Also, das ist doch das, was die ganzen Ocarina of Time Fans von mir hören wollen, oder? Und das ist halt auch so. Das kann man auch nicht wegreden. Also das ist tatsächlich auch einfach objektiv so. Das kannst du ganz objektiv messen anhand dessen, wenn du dir anguckst, wie viele Spiele von Ocarina of Time inspiriert wurden. Oder wie viele Spiele Funktionen von Ocarina of Time kopiert haben. Die haben und die dann auch umgesetzt haben. Wie zum Beispiel das Lock-On-Feature. Das ist so ein typisches Feature, was man immer gerne nennt. Was halt in ganz, ganz viele Spiele dann Einzug gehalten hat. Das Z-Targeting. Das ist sowas von notwendig für 3D-Spiele. Und das Lustige ist, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob es vorher schon mal Spiele gab, die etwas Ähnliches gemacht haben. Ich glaube, es gab keine Spiele, die vorher sowas gemacht haben. Ich glaube, Zelda war wirklich das allererste Spiel, was sowas hatte. Ja, ich weiß doch, Kuh. Ist doch alles gut, oder Bulle? Ist doch alles gut. Und das ist natürlich einfach, das ist gigantisch, ne? Überlegt euch mal heute Spiele wie, also viele Leute sagen, man soll den Dark Souls nicht anvisieren. Bin ich halt absolut, glaube ich, finde ich nicht. Also bei Dark Souls 1, ja, vielleicht schon. Also ich habe Dark Souls 1 auch größtenteils gespielt, ohne Lock-On. Aber spätestens wenn du zu Dark Souls 3 kommst, es macht so vieles einfacher. In dem Spiel auf jeden Fall dann. Im ersten würde ich sagen, kommt darauf an, wie gut du mit dem Lock-On klarkommst. Weil das Spiel auch teilweise, muss man einfach sagen, die Kamera und so und die Gegenden, die sind noch nicht so gut gebaut, sodass das wirklich mit den Sachen so gut funktioniert und allem. Ne? Und
dann spinnt die Kamera rum, wenn du Lock-On benutzt und so weiter. Und du hast nicht mehr so die ganze Freiheit wie sonst. Und das kann schon durchaus zu Problemen führen in Dark Souls 1. In Dark Souls 3 finde ich, das ist halt deutlich, deutlich besser. Die ganzen Areale sind alle sehr groß und freiräumig und die Kamera hat überall Platz, um hinzukommen. Und mit den Lock-On-Features, also Gegner-Targeting, das funktioniert eigentlich ganz gut in Dark Souls 3. So, aber Dark Souls 3, klar, man sagt dann immer so schön einfach, dann hätte Dark Souls 3 das niemals gehabt, wenn Zelda das nicht gemacht hätte. Ich denke, ich gehe fest der Annahme, dass irgendjemand das irgendwann erfunden hätte. Aber, und das ist das Ding, hätte Zelda das nicht gemacht, dann hätte es vielleicht noch ein paar Jahre länger gedauert, bis jemand auf die Idee gekommen wäre. Und es hätte ganz, ganz viele Sachen sich ganz anders entwickeln lassen. Es hätte vielleicht auch dafür sorgen können, dass Videospiele nicht den Erfolg genossen haben damals, den sie dann genossen haben. Also das hat durchaus dann auch Einfluss auf andere Entwickler etc., ne? Die dann ja, wie gesagt, diese Funktion ja auch kopiert haben. Und ja, wie gesagt, zeithistorisch gesehen ist Ocarina of Time definitiv ein Meisterwerk. Ein Meilenstein der Videospielgeschichte. So, jetzt sind alle hoffentlich wieder happy. Und niemand sagt, Potato Pet, du bist so dumm. Du hast keine Ahnung von Videospielen. Das könnt ihr trotzdem sagen, weil es stimmt. Stimmt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung von gar nichts. Ich bin dumm, sehr, sehr dumm. Weil ich bin eine Kartoffel. Aber man kann nicht behaupten, ich hätte es euch nicht gesagt. Das kann man nicht behaupten. Man kann vieles über Potato sagen, aber das kann man nicht sagen. Potato war zumindest ehrlich. Und das ist mir immer das Wichtigste eigentlich. Alles, was mit YouTube und Twitch zu tun hat. Ich habe auch schon Geschichten erzählt aus meinem Leben, die unangenehm sind zu erzählen. Und Twitch und so habe ich die erzählt. Ich glaube, die gibt es auch bei den Lotro-Videos. Das ist, glaube ich, sogar noch online einzusehen quasi. Geschichten, wo ich halt nicht zum Beispiel auch gut dastehe. Weil man erzählt ja oft am liebsten Geschichten, wo man immer gut dasteht, logischerweise. Weil das sind ja eher so die Hochpunkte im Leben. Aber ich finde halt auch, man muss auch über Sachen reden können, wo man halt vielleicht mal Scheiße gebaut hat und so. Weil einfach mal wirklich auf der falschen Seite stand oder das falsche Argument gebracht hat oder die falschen Einstellungen hatte. Da muss man halt einfach auch groß genug sein, um sowas, ja, sagen zu können. Und das, wie gesagt, das Wichtigste, darauf wollte ich hinaus, das Wichtigste für mich bei meinen ganzen YouTube-Dingen hier und so ist, dass ich zu euch ehrlich bin. Ich möchte mich nicht verstellen müssen. Ich möchte nicht lügen müssen, ich möchte ehrlich sein und ehrlich sein können. Ich hoffe, dass mir das für immer möglich sein wird. Und wenn nicht, dann werde ich vermutlich auf YouTube und Twitch an den Nagel hängen. Wenn ich irgendwann lügen muss... Nee. N-n. Das Ding ist, mir ist einfach Ehrlichkeit extrem wichtig und ich verurteile auch Menschen, die mich anlügen. Ich hasse Lügen. Ich kann oft verstehen, wenn Menschen lügen und so. Ich kann das schon nachvollziehen und so. Ich verstehe auch den Grund dahinter und ich bin auch ganz sicher nicht die Person, die nie im Leben lügt. Also, da muss ich auch ehrlich sein. Auch ich lüge. Aber ich versuche euch nicht anzulügen, egal was ist. Aber ihr kennt das ja selber. Es kann ja mal passieren, dass irgendwas sehr Unangenehmes zu sagen und dann ist die Lüge einfach einfacher. Ne? Was ich aber mit Stolz sagen kann, ist, dass ich bisher, zumindest nicht, soweit ich mich erinnere, euch jemals angelogen habe. Und da bin ich stolz drauf. Und das will ich auch so beibehalten. Man muss ja auch, das Ding ist einfach, man kommt ja auch nicht so oft in die Verlegenheit zu lügen, wenn man YouTube macht. Ja, seien wir mal ehrlich. Das Ding ist einfach, ich muss euch ja nicht, also, ich komme ja nicht in die Versuchung reinzulügen so einfach, weil man erzählt ja nicht alles Mögliche hier. So. Ich fange jetzt nicht an, auf einmal eine ganze Lebensgeschichte zu erzählen. Das ist auch nicht das, was ihr erwartet. Ihr erwartet Gespräche, Themen, Unterhaltung, ne? Keiner erwartet hier, dass ich jetzt auf einmal meine ganze Lebensgeschichte präsentiere. Aber deswegen hoffe ich, wie gesagt, dass das auch so bleibt, dass ich nie lügen muss. Also drückt mir die Daumen. Ja, ich bin da guter Dinge. Wie gesagt, ich möchte euch niemals anlügen. Und wenn ich das tun muss, dann würde das echt auf mir lasten. Da hätte ich echt ein richtiges Problem mit. Okay, ich bin dran vorbei. Neues Objekt, natürlich.
Oh, ich hasse Sporthexen, wisst ihr das? Ich hasse Sportechsen. Wo ist denn der Regen bitte? Ja, jetzt sehe ich den Regen. Schön. Toll Spiel. Hast du toll gemacht, dass du mir den Regen zeigst. So, jetzt gibt mir die Sportechse. Ich weiß nicht, wie viele Sportechsen ich schon verpasst habe, jetzt runterzuzählen. Aber wir werden es bald rausfinden. Glaube ich. Das kann sich aber immer wieder teleportieren, dass die wieder alle neu da sind. Ich gucke mal ganz kurz in meinen Discord, weil da habe ich ja die gesamte Liste hingeschrieben mit allen Sachen, die wir sammeln müssen. Und da steht ja auch die Anzahl an Sportechsen, die wir insgesamt brauchen. Ergo... Sportechsen. 30 Stück brauche ich, glaube ich. Ja. Insgesamt brauche ich 30 Stück. Mal gucken, wie viel ich habe. 11? Alter, wir haben schon Upgrades angewandt dann scheinbar. Das ist blöd. Aber da es ein neues Item war, weiß ich, dass ich die Liste nur gucken muss, wie viel wir noch brauchten, die ich das letzte Mal zusammengestellt habe. Weil es war ja scheinbar ein neues Item, ne? Ah, ne, nicht ganz. Der Leuchtstein kam danach, aber... Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher. Da ist die Liste. 15. Also brauchen wir noch 4 mindestens. Mindestens 4. Und jetzt ist das schon wieder der, den wir gerade eben nicht gefunden haben, wo wir... Doch, hier. Ah. Hab dich. Dann vielleicht noch 3, wenn wir Glück haben. Es kann sein, dass wir noch mehr als 2 brauchen. Es kann sein, dass wir 3 oder 4 brauchen. Aber viel mehr glaube ich nicht. Oh, da war ein Ausdauerkäfer. Glaube ich. So, noch ein. Schauen wir mal, vielleicht ist es... Wobei, ich versuche gerade nochmal eine for good measure. Ich nehme noch eine mehr extra mit. Aber wenn uns dann eine fehlt, dann beiße ich mir in den Arsch. Deswegen nehmen wir eine extra mit. Und dann gucken wir einfach mal, was wir so upgraden können. Klar, ohne den Ausdauerkäfer wird es schwierig. Der Ausdauerkäfer wird uns auf jeden Fall fehlen. Da ist die Echse. So. Die Ausdauerkäfer müssen wir auf jeden Fall noch finden. Aber schauen wir einfach mal. Part ist ja fast vorbei, also können wir jetzt auch mal gucken.
Da 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 dam 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 da da dam dam da 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 dam dam. Hui! Da 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 da! Ja, ja, verstärken bitte. Na, guck mal, die Exalfa-Schwänze, die blauen. Dann wissen wir, ah nee, das ist ja schon die letzte Stufe. Das heißt, wir brauchen, jetzt weiß ich, wie viel ich noch brauche von den blauen. 13 Stück, ich habe richtig gezählt bei den blauen, gut. Und noch 13 Stück. Ha. So. Ach ja, da da dam, ba da da dam. So. Aber hier ist alles 4, ne? Das ist das Lustige. Wir haben hier einfach die erste Seite, ist alles schon einfach 4. Das ist, deswegen kann ich hier nichts. Ah, doch, hier die beiden noch, aber. Ah, Kletterdinger. Bei den Kletterdingern brauche ich die Sportpfeilchen, das wird ein Spaß. Schleichforellen, die haben wir ja auch, stimmt, die können wir jetzt auch komplett machen. Ah, die Sportechsen braucht man noch für die Klettersachen und Sportkröten. Guck mal an. Da können wir die Klettersachen wenigstens schon mal auf Stufe 3 bringen. Mhm. Das ist doch auch schon mal was. Ah ne, wir brauchen noch 2 Eisflederbeißerflügel. Ha! Die fehlen auch leider. So. Bam, badadadam. Badadam. Oh stimmt, wir können das jetzt auf komplett Max bringen, ne, die Ninja-Sachen. Das ist cool. Das freut mich sehr. Alles auf 4 Sterne. Wieder die nächste, das nächste Set, was komplett geupgradet ist. Yay! So, offiziell das nächste Set geupgradet auf 4 Sterne. Okay, das brauchen wir übrigens nicht, weil das ist doppelt, das müssen wir noch verkaufen. Ich denke gerade, ob ich das hier einfach mal durchziehe, die beiden Sachen, weil Sternschifter habe ich ja jetzt 5 Stück. Brauchen nur noch 3, dann haben wir alles, was wir upgraden können mit den Dingern. Na egal, wir haben genug Leuchtsteine, wir haben alle Leuchtsteine, stimmt. Stimmt, wir haben alle Leuchtsteine. Die Leuchtrüstung ist auch komplett. Nice. Noch eine Rüstung auf komplett 4. Was will man mehr im Leben, ne? Was will man mehr im Leben? Badadadam. Jede Menge Rüstung, die wir nie nutzen, nie auch nie nutzen werden, einfach mal auf die Maximalstufe bringen. Was will man mehr im Leben? Ja. Nichts scheinbar, nur das. Ich glaube, wir haben auch gleich so wenige Sachen, die wir noch upgraden können, dass ich schon fast wieder eine neue Liste machen kann. Sogar zwischen den Parts müsste ich das fast hinbekommen. Na, guck mal, es stimmt, was ich glaube ich ausgerechnet habe. Wir haben jetzt eine Sportechse zu viel. Und dafür braucht man dann Sportlinge für die dritte. Und für das vierte braucht man dann, glaube ich, die Sportpfeilchen. Und das ist das Schlimme. Ich glaube, für jedes davon braucht man irgendwie 35 Sport oder 45 Sportpfeilchen. Für die letzte Stufe kann das sein. Richtig krank und so. Gucken wir mal ganz kurz. 15. Also ich weiß nicht, warum ich... Aber irgendwann man muss es auch was anderes geben, wo wir auch noch Sportpfeilchen brauchen. Dann sind die beiden Stiefel schon mal 30 Sportpfeilchen zusammen. Und die beiden Stiefel sind ja quasi ein Set. Da haben wir das Set aber eben immerhin schon mal auf 3 Sterne, das Set insgesamt. Außer uns fehlt hier jetzt. Nee, das können wir auch machen. Wunderbar. Badadadam. Badadadam. Okay, hier ist nichts mehr, was wir upgraden können, ne? Nee.
auf 3, das ist auf 2 wegen der Eisflederbeißer. Es fehlen genau 2, wie ich gesagt habe. Sportpfeilchen werden wir noch sammeln müssen. Ach, dafür brauchen wir auch die Sportpfeilchen. Ah, für die Kletterhandschuhe. Und der Rest des Kletterzeugs ist auch noch nicht auf 4, ne? Ja, die baut dann auch nochmal 15 Stück, da sind wir schon bei 60 insgesamt. Und da baut das andere Kletterding, glaube ich, auch nochmal 15. Aber ich glaube, das andere Kletterding haben wir das schon auf Max. Und das andere Stück der Kletterrüstung schon auf Max, die gibt's einen Ober für Kopf? Oh, gute Frage. Ja, gibt es. Ah, dafür brauchen wir auch. Also 75 brauchen wir insgesamt und das scheinbar hatte ich ein paar. Aber das heißt, ich kann mir merken, 75 Sportpfeilchen brauchen wir. Das heißt, ich kann gleich ausrechnen, wie viel wir jetzt wirklich noch brauchen. So, dann rüsten wir das hier einfach auf. Mhm. Ist egal. Ich weiß, ich brauche die Sternsplitter auch noch für das Wildnis-Set, aber bis wir das dann upgraden, weil wir dann noch die Ausdauerkäfer brauchen, werden wir auch wieder neue Splitter haben. Von daher sehe ich das nicht so eng. Dann kommt das antike Set nämlich jetzt auch schön auf die Max-Stufe. Noch ein Set, was wir auf Max haben. Ja, Leute, wie ihr seht, es nähert sich mit riesigen Schritten dem Ende, das Let's Play hier, ne? Ihr merkt das. Wir haben immer mehr Ausrüstung, komplett auf 4 Sterne. Ist nicht mal so viel. Ah, da brauchen wir die antiken Reaktorkerne noch für. Okay. Die fehlen noch für den Beinschutz. Ha. 10 Diamanten. Hauen wir einfach 10 Diamanten da rein, ey. Das ist echt. Also damit hätte man so viel Geld machen können mit den Diamanten. Das sind, glaube ich, alle Diamanten, die ich brauche. Ich brauche keine mehr jetzt. Das heißt, wir können Diamanten theoretisch verkaufen ab jetzt. Ich weiß immer noch nicht, wofür wir die Opale brauchen, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, ich habe einfach Scheiße gebaut mit den Zählen. Ich glaube irgendwie... Ah, nee, das Wüstenzeug braucht keine Opale. Was könnt ihr denn hier Opale brauchen? Ah, die Sora-Sachen, ne? Die können auf höheren Level Opale brauchen, oder? Da fehlt mir noch ein bisschen was. Opal-Ohrringe sind ja, ist ja das Oberteil des Sora-Sets. Maxi-Barsch, den habe ich gar nicht aufgeschrieben. Nee, der fehlt. Ja, da muss ich wohl nochmal neu zählen, wa? Da habe ich wohl was vergessen mit dem Maxi-Barsch. Interessant, aber dann kann das ja nicht sein, dass da die Opale herkommen. Wenn ich die Items vergessen habe zu zählen. Keine Ahnung, wo die Opale herkommen. Von den Klettersachen? Nee. Kann ich nicht. Tiefen? Nein. Von den antiken Sachen? Nein. Das hier ist alles schon 4. Vom Wildnis-Set? Nee, das glaube ich nicht. Keine Ahnung. Vielleicht habe ich auch Opale mit Maxi-Barsch verwechselt oder so. Ich habe keine Ahnung, was in meinem Kopf vor sich ging. Aber wisst ihr, was ich weiß? Dass der Part vorbei ist, meine lieben Freunde. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht immer was Besseres aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss.